Hallo. Na? Ich hab einen Text mitgebracht. Ja. Es ist so, das hier ist ja eine Veranstaltung. Bei sowas bin ich häufiger. Und letztens, da habe ich mir so gedacht, Mann, ich kann doch nicht immer gleich mit den gleichen Sachen hingehen. Das ist ja irgendwann auch mal peinlich. Alle, die da sind, haben das schon gehört. Und dann habe ich folgenden Text geschrieben. Aber es war der erste, den ich seit Monaten geschrieben hatte. Und inzwischen, ich weiß nicht, ob ihr so Nachrichten guckt und draußen rumlauft. Ja, ist ganz schön schlimm. So. Und ich habe gedacht, ja gut, was soll man denn da noch sagen? Genau, und dann habe ich den folgenden Text geschrieben. Was soll man da noch sagen? Von Schuld heißt der. Und dann werde ich von uns erzählen. Und ich werde erzählen, ich halte nicht viel von Menschen. Habe ich nie. Einige von ihnen tragen Crocs. Crocs sind wie ein Kackefleck an der Hose, von dem man weiß. Wer sich Crocs kauft und damit auf der Straße rumrennt, will sagen, ich habe mich selbst komplett aufgegeben und alle sollen es sehen. Man kann Menschen Hilfe anbieten, aber Menschen in Crocs wollen keine Hilfe. Einige Menschen tragen Penis. Ich habe noch nie Penis getragen und es hat mir bis zum heutigen Tage überhaupt nicht geschadet. Das muss doch super nervig sein, zusätzliches Körperteil zu haben, das immerzu an einem rumhängt und zu nichts zu gebrauchen ist. Ja sicher, man kann damit pinkeln und Sex haben, aber ich kann auch so sehr gut pinkeln und Sex haben. Zumal man an diesem Körperteil dann auch noch krank werden kann. Penis sind wie Blinddärme, ein körperliches Überbleibsel aus einer vergangenen Zeit. Einige Menschen tragen keine Verantwortung. Verantwortungslose Menschen sind wie Exhibitionistinnen. Wenn man einmal welche getroffen hat, wird man nie wieder jemandem ganz vertrauen können. Oft fängt das schon in der Schulzeit an. Einer bastelt ein Plakat über die Hungersnot in der Sahelzone. Die anderen in der Gruppe überlassen ihm dabei eine lange Durststrecke aus Faulheit und Bastelkleber an den Händen. Manche Menschen lassen sich tragen. Ich weiß nicht, was das soll. Teilweise sind die schon 7 Monate alt und haben immer noch nicht alleine laufen gelernt. Menschen unter einem Jahr sind so faul, sie arbeiten nicht, liegen die ganze Zeit anderen auf der Tasche und scheißen sich ein. Wenn alle so wären wie die, könnte man gar nicht mehr rumlaufen, weil überall Leute liegen, die noch nicht laufen könnten. Wobei, so schlimm wäre das nicht, man selbst könnte ja auch noch gar nicht laufen. Manche Menschen können keine Witze machen, dabei ist es so einfach, man muss einfach was mit Pupsen sagen. Wenn ein Auto hupt, einfach kurz sagen, sorry, hab gepupst. Immer ein Brecher bei mir. Und dann gibt es ja noch Leute, die wirklich die ganze Zeit pupsen. Das ist bei einigen von Geburt an so. Kann man nichts machen. Es wäre nur fair von ihnen, das beim ersten Date nicht zu verschweigen. Ich halte jedenfalls nicht viel von Menschen, das werde ich erzählen. Ich habe schon früh die Erfahrung gemacht, dass ich stets dazu neige, immer zu das Falsche zu sagen. Erzählt mir jemand, seine Mutter wäre gestern schwer verunglückt, sage ich, boah, krass. Es hat nichts damit zu tun, dass es mir nicht leid hätte, aber ich halte es dann einfach nicht für richtig zu sagen, ja gut, über sie war auch echt anstrengend, ne? Eines Tages werde ich dann da sitzen und von uns Menschen erzählen. Ich werde da sitzen wie so eine alte Frau, die in ihrem Leben schon enorm viele Menschen getroffen hat. Denn ich werde dann eine alte Frau sein, die in ihrem Leben schon enorm viele Menschen getroffen hat. Und sie werden fragen, warum seid ihr denn so gewesen, dass ihr euch nicht mochtet? Hättet ihr nicht einfach nett sein und euch weniger anpupsen können? Und ich werde sagen, was hätten wir denn tun sollen? Nett sein zu Leuten, die nicht nett zu uns sind? Wir waren doch keine Christen, wir hatten doch keine Wahl. Und dann werde ich von uns erzählen. Ich werde von dem Gefühl erzählen, das ich habe jedes Mal, wenn ich dich sehe. Und davon, dass ich mich sicher fühle neben dir, ich am Steuer und du auf dem Beifahrersitz, wir sind ein Vor im Fort. Und egal, wie weit ich ohne dich fahre und wo ich bin, in Wien oder Lissabon oder Torgau in Nordsachsen, ich fühle mich sicher, weil ich weiß, du bist zu Hause und wartest auf mich. Dass ich uns eine Zukunft ausmale in allen 24 Farben mit all den Reisen nach Wien oder Lissabon oder vielleicht auch Torgau in Nordsachsen, auf denen wir endlich die Nachrichten anderer Menschen ignorieren können und schlafen, mal so richtig schön schlafen. Ich male uns die Stunden aus, die wir einfach nur da sitzen und nichts tun werden. Gar nichts werden wir tun. Eine Gruppe von Faultieren wird uns vielleicht zu ihren Gottheiten erheben.
Und wenn ich träume, sitzt immer du bei mir. Und all diese Reisen und Stunden will ich auch gar nicht ohne dich. Und ich denke an das Glück, sich eine neue gebrauchte Waschmaschine zulegen zu können und an das Glück, neben dir im frisch bezogenen Bett zu liegen und auch abends auf dem Sofa liegen und sagen, bitte mach das Fenster zu. Die Nachbarn müssen ja nicht wissen, dass wir RTL schauen. Eines Tages werde ich dann da sitzen und von uns erzählen. Ich werde da sitzen wie so eine alte Frau und davon erzählen, wie ich dich geliebt habe, denn ich werde dann eine sehr alte Frau sein, die dich so geliebt hat. Und dann fragen sie, warum habt ihr das gemacht? Und ich werde sagen, es war doch ohnehin alles warum habt ihr das gemacht? Werden sie dann fragen, es war doch ohnehin alles aussichtslos. Warum habt ihr eure Zeit so verschwendet? Und ich werde sagen, wir haben es gemacht, weil es schön war. Und weil Liebe Hoffnung gibt in einer Zeit, in der es nichts anderes tut, was hätten wir denn tun sollen? Lieben muss man sich ja, sonst wird es ja nur noch schlimmer. Und dann werde ich von uns erzählen. Ich werde erzählen von den Nachrichten, die uns jeden Tag wie Lawinen überrollten und von den Bergen aus Müll und von den bunten Flüssen mit den toten Fischen und den Frauen, die nichts dürfen und den Männern, die Leute umbringen. Ganze Länder voll Männern, die Leute umbringen. Und wie man morgens auf den Aussichtsturm steigt und alle Nachrichten spottet und sie einen direkt wieder herunterschubsen von der Angst und der Hoffnungslosigkeit und all dem, mit dem man sich nicht mehr beschäftigen mag und von den wohlhabenden Menschen ab Mitte 40, die am schlimmsten um sich schlagen, obwohl sie am wenigsten zu befürchten haben und den Kranken und denen, die andere Leute absichtlich krank machten. Und dann werden sie fragen, warum habt ihr das gemacht? War denn nicht schon alles schlimm genug? Und ich werde da sitzen und sagen, wir waren das nicht. Wir sind das nicht gewesen. Ich kann mich nicht erinnern, in die Uckermark gefahren und 400 Liter Silit Bang in die Seenplatte geschüttet zu haben. Ich habe diese Parteien nicht gewählt. Ich habe niemandem verboten, wen auch immer zu heiraten. Es gab damals diese Frau in den USA, die Michael Jacksons Geist geheiratet hat und gesagt hat, er isst sehr gern Kekse, aber leider hat er ja keinen Körper, darum muss er durch sie Kekse essen. Ich habe ihr das damals nicht verboten. Und dann werden sie fragen, wenn ihr es nicht wart, wer war es denn dann? Und dann werde ich von uns erzählen, aber von der Schuld, von der werde ich nicht wissen, was ich erzählen soll. Dankeschön.